Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben ja unsere Fracht gestern abgeliefert. Das Problem, was wir jetzt erstmal haben, ist, dass wir nicht schlafen können, dass wir hier keinen Parkplatz haben. Wenn wir jetzt auf die Map gucken, wäre hier eine Schlafmöglichkeit. So, da kommen wir aber im Moment nicht durch. Sprich, das, was wir wahrscheinlich aktuell bauen, ist irgendwie eine Brücke von hier nach da oder so ähnlich. Na, dann könnte man hier quasi drüber, da unten ist wieder auch eine Brückenfirma, soweit alles okay. Das heißt, weil wir jetzt keinen Auftrag haben, lassen wir uns hier mal zu dieser Werkstatt schleppen und fahren anschließend mal hierhin wegen eines neuen Auftrages. Weil zeitlich werden wir das nicht mehr auf die Uhr bekommen. So, wo war denn das jetzt genau? Dienstleistung anzeigen, Eingabe zur Werkstatt schleppen. Können wir auch gleich ein bisschen reparieren. Ja, mach mal, ist mir egal. 551. Ist jetzt nicht so die Welt, ne? So. Auf geht er, der Peter. Da stehen wir in der Werkstatt. Wir machen einmal die Wartung. Reparieren. So, und jetzt gibt es hier irgendwo einen Schlaftrigger. Da werden wir jetzt erstmal schlafen. Müsste hier theoretisch sein. Warum ist hier eigentlich wieder alles aus? Frontmontierung, Dachmontierung. Junge, Junge, Junge. So, warum sind die Scheibenwischer noch an? So. Aber hier ist jetzt keiner. Wo ist denn der Trigger, Mann? Prahlen immer rum. Kannst du schlafen? Kannst du schlafen? Dann gibt es keinen Trigger. Da. So machen wir's. Das ist ein Plan. Okay. Entschuldigung. Jetzt gucken wir nur unsere Aufträge, was wir hier haben. Externe Auftrag. Moment mal, war nicht... Das können wir doch auch vielleicht anders machen. War nicht hier die Firma? Genau. Guck mal, da fahren wir jetzt mal hin. Und gucken mal direkt, ob die was für uns haben, oder? Ein bisschen chaotisch irgendwie heute Morgen, oder? Kann das sein? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ach, guck mal hier, Mensch. Was ist doch die Firma, oder? Was bauen die hier? Aber das sind ja... Nee, das sind nicht die, die wir wollen. Mm-mm, Freunde. Jetzt hier nicht vertun an der Stelle, ne? Pass auf. Aufträge suchen. Das sieht nämlich anders aus. So, wir sind in Genua. Und wir brauchen einen dieser berühmten Aufträge. Schön, dass hier keiner ist. Haben wir echt ein Problem. Oh, es wird eine Scheißfolge, ganz ehrlich. Aufträge suchen. Ach, warte mal. GNT ist was anderes. Das Problem ist, dass uns hier auch nicht alle angezeigt werden. Das ist das Ding. Hier, guck mal.
Warum wurde uns das eben nicht angezeigt? Von Genua nach Bologna. Wollen wir das einfach machen? Komm her, den fahren wir jetzt. Fertig. Wir brauchen ja eh so einen Auftrag. Jo, wir haben schon 5 Minuten verbaselt. Das wird ja wieder herrlich. Wird wieder eine zweiteilige Tour, wette ich für euch. Mit euch. So, pass auf. Fahren wir hin. Aber was wir schon mal sagen können, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Schaut doch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da bin ich ab und zu dann auch mal mehr, mal weniger. Und wer Bock auf Landwirtschaftssimulator 19 hat und Multiplayer hat, ja, unten in meiner Videobeschreibung ist ein Link zu Chaos Farming, da mal reinschauen. Kommt dann in unseren Teamspeak. Ich habe immer noch kein Geld reingecheatet. Da können wir uns dann auch entsprechend unterhalten. Und vor allen Dingen könnt ihr Rainer oder Patrick fragen, ob ihr mitmachen dürft. Wir sind aktuell auf der, wie heißt sie denn, Ellerbach, glaube ich, unterwegs. Update von gestern. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Und wir holen jetzt aber erstmal unseren Auftrag, wenn wir denn hier an dieser Schnarchtasche da vorne vorbeikommen. Normal müsstet ihr gleich geradeaus weiterfahren. Jedenfalls nicht bis zur Baustelle. Da darf nämlich nur ich hin. So viel Zeit verbummelt heute. Ist unglaublich. Und ich hatte noch nicht mal einen Kaffee. Dafür habe ich den Katzenbrunnen sauber gemacht. Da ist kein Trigger, das geht in die Hose. Lieber nicht. So. Ey, ich wollte mich vordrängeln. So, das ist jetzt die Strafe dafür. Wo ist er überhaupt? Fahr, du Eimer. Das Kleingeld suchen oder was? So. Ich bin echt gespannt, wenn diese Brücke fertig ist, welchen Lückenschluss das gibt. Von wo nach wo die gebaut wird. So, der guckt. Wir dürfen aber hier rein. Niegelnagelneue Autobahn, ne? Und da hinten steht unser Auftrag. Bin ich jetzt drüber gefahren? Hä? Dieser komische Baustrahler oder was? Muss ich mich woanders hinstellen? So, nicht fachgerecht aufgesattelt, aber immerhin, wir sind runter. Perfekt. Halbe Zeit ist weg und wir haben 514 Kilometer vor uns. Genau, da machen wir definitiv 2 Folgen dann von heute den Rest. Und morgen geht es dann weiter. Tour 5 müsste das dann sein. 5.1 und 5.2. Dad aus. Was war das? Kreditraten. Alter Falter. Vielleicht sollten wir uns irgendwie einen Angestellten anschaffen. Mit einem popeligen Billig-LKW, der so ein bisschen für uns arbeitet, dass hier so hin und wieder mal Geld reinkommt.
Na, ich muss hier echt die Cheat Engine einmal bemühen, dass wir hier Kohle reinbekommen, dass wir diese Aufträge besser machen können. Garagen kaufen in Orten, wo das Ganze stattfindet. Dass wir auch mal andere Touren fahren und nicht immer das gleiche. Weil es ist ja langweilig, immer die gleiche Strecke hier zu fahren, ne? Vielleicht heute Abend nach der Live-Aufnahme mal machen. Heute Abend übrigens Livestream Chaos Farming. Genau, nee, Quatsch. Entschuldigung, vergesst es. Das war gestern. Ich nehme ja heute die Folge für morgen auf. Und da ist der Livestream natürlich schon gelaufen. Aber immer aktuell immer mittwochs ab 20 Uhr auf Facebook. Chaos Farming LS19. Ja, da geht es darum, dass der Herr Müller, Maximilian Müller, in das Örtchen hinter Kaifek kommt. Ja, dort ist er natürlich erstmal nicht gern gesehen. Seine Großeltern, ja, waren dort wohl entsprechend verschuldet und wie dem auch sei. Er hat es relativ schwer. Das ist Mobbing pur. Eigentlich von der Art, wie man es nicht machen sollte. Ja, von daher Folgen bei YouTube anschauen, heute Abend Livestream anschauen. Aktuell wird er ein bisschen von seiner Schwester unterstützt. Und ja, so sieht's aus. Ich glaube, das ist noch kein Spoiler. Ist nur eine kurze Inhaltsangabe, ne? So, wie sieht's denn aus, Mensch? 11 Minuten schon wieder weg, das ist ja unglaublich. Ich würde mal vorschlagen, 443 Kilometer. Wir fahren einfach, auch wenn es ein bisschen länger dauert, die Tour nicht zu Ende, aber bis zum nächsten Parkplatz. Dann haben wir für morgen eine Kilometerzahl, die wir dann wahrscheinlich realistisch schaffen dürften. Und heute haben wir noch ein bisschen mehr Fahren gesehen als dann, ja, ne, Auftragssuche und dergleichen. Mautstation anhalten wäre blöd, das ist zu früh. So, das haben wir geschafft. Also man kann sagen, was man will, ne? Für ein Spiel von 2012. Ich mag den Euro Truck Simulator und ich fahre den gern. Das macht echt Laune. Auch wenn es manchmal etwas schwerfällt, weil man müde ist, weil man Kopfschmerzen hat oder sonst irgendwas. Ist nicht immer so ganz einfach. Aber nun gut. Abonnenten werden mehr, von daher scheine ich ja irgendwas richtig zu machen, wenn es auch nicht viel ist. An die 500 rangekommen zu sein, das ist schon cool. Wie gesagt, nächstes Ziel ist 1000. Das werden wir dann in circa 3 Jahren erreicht haben, wahrscheinlich. Vielleicht noch mehr Geld. Sag mal. Parkplatz wäre mal langsam nett. Da ist einer. Da können wir die Folgen dann beenden. Ich kann mich auf jeden Fall schon mal bedanken bei euch fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen früh wieder.
Natürlich gesund und munter. Das Thema hatten wir schon. Ich glaube, auf diesem Parkplatz standen wir schon mal. Fahren jetzt einfach mal durch und parken hier. Und morgen früh sehen wir uns genau an dieser Stelle wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin.